Nach dem 4:0 im Testspiel gegen Sint-Truiden sollten die Fans auch in Test Nummer 2 gegen die VSG Erdklinike viele Tore zu sehen bekommen. Gerade als der Regen so richtig einsetzte, da schepperte es auch das erste Mal im gegnerischen Tor. Emil Forsberg mit diesem direkten Freistoß, der hat gepasst. Und so stand es nach 8 Minuten 1:0 für RB Leipzig. Danach vor allem die rechte Seite immer wieder aktiv. Hier Moriba auf Carvalho und dann viel Platz für Luis Openda. Kurzes Zeichen auf die Außen. Danke für diese schöne Hereingabe. Fabio Carvalho sieht, wo viel Platz ist. Und Luis Openda macht den, ohne mit der Wimper zu zucken. Mittlerweile sind wir in Minute 25 und es geht wieder über die rechte Seite. Wieder ist Carvalho beteiligt. Sieht hier Yusuf Paulsen einlaufen. Der hakt nochmal nach, stellt den Körper rein. Und dann ist das der Kontakt, der zum Elfmeter führt. Klare Geschichte. Und Yusuf Paulsen tritt selbst an, verlädt den Keeper, macht das 3:0 in der 25. Minute. Wir sind bei rund einer halben Stunde Spielzeit angekommen. Es ist viel Platz auf der linken Seite für Luis Openda. Kurz das Tempo ein bisschen verzögert, dann angezogen auf der Überholspur und auch noch gesehen, dass Emil Forsberg freisteht, völlig blank im Rückraum und der ist kein Problem für den Schweden. Zweiter Treffer von ihm, 4:0 insgesamt nach, wie gesagt, 33 Minuten. Dann gibt es eine kurze Phase der Unachtsamkeit im Leipziger Spiel. Hier auf einmal ein Pass hebelt die gesamte Abwehr aus und dann ist zu viel Platz da für Johannes Manske. Der trifft sehenswert hoch ins gegnerische Tor. El Shaddai Bichabu und Tim Köhler versuchen noch zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Der erste Treffer für Alt-Klinike. Und wir sind nur 2 Minuten später. Da wird es direkt wieder gefährlich. Hinten stimmt die Abstimmung nicht so wirklich. Zweimal geblockt. Beim dritten Mal ist er dann drin. Tolkay Zigerci mit dem 2:4. Und das sollte dann auch der Halbzeitstand sein. Leipzig deutlich überlegen. Am Ende zweimal kurz unaufmerksam. Insgesamt 6 Tore in Halbzeit 1. Danach wird nicht nur das Wetter wieder besser, sondern auch das Leipziger Spiel. Es geht munter nach vorn. Diese Hereingabe von außen, viel Platz für Openda. Und der behält die Nerven, schließt nicht blind ab, macht noch den Schlenker, kriegt hier den Kontakt vom Torhüter. Und das ist ein klarer Elfer, den auch er selbst verwandelt. Ähnlich wie Yusuf Paulsen vorhin, sein 2. Treffer in diesem Spiel in der 54. Minute. Wir befinden uns nur 4 Minuten später. Ball, Gewinn im Mittelfeld, Seiwald steil geschickt. Das ist wieder Openda und der ist wieder viel schneller als alle anderen. Und vor dem Torhüter frech mit dem Chip über den Keeper. Den Fans gefällt's. Hier sehen wir es nochmal. Mit Ball schneller als der Gegner und dann den Lob rausgeholt. 6:2 mittlerweile der Spielstand. Luis Openda bei 3 Treffern. Danach dürfen die anderen mal wieder. Es geht über rechts. Hier ist Openda. Diesmal sieht er Yusuf Paulsen, der mitgelaufen ist. Er mit seinem 2. Treffer. Eine Stunde ist hier gespielt. Also kurzer Zwischenstand. 2x Pausen, 2x Forsberg und 3x Luis Openda. Der hat aber immer noch nicht genug. Geht vorn drauf und kriegt dieses Geschenk serviert. Ja, und das ist dann die leichteste Übung für unseren Neuzugang vorn im Sturm. Einfach mal geschnuppert und dann ist der 17er mit dem Fuß dazwischen, macht seinen 4. Treffer am heutigen Tage. Und dann darf er sich den Applaus abholen. 4 Treffer sind ihm mit Sicherheit auch noch nicht gelungen. Hier gibt es den Applaus vom Betreuerstab. Der letzte Treffer, der fehlt allerdings noch und der soll Ilaiš Moriba gehören, der nach der Umstellung offensiver ran darf. Dreht hier den Gegner ein, ist vorbei im 16er und probiert es dann aus spitzem Winkel. Das ist der Schlusspunkt.
Moriba also mit dem Treffer, 9:2 der Endstand zwischen RB Leipzig und der VSG Altglienicke. Insgesamt 13 Tore an diesem Nachmittag am Kotterweg. Die Fans, die den Weg hierher gefunden haben, die dürften es nicht bereut haben. Es war richtig viel geboten und die Fans der Leipziger können sich freuen auf die Saisoneröffnung gegen UD Las Palmas.